Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München 2. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Markus Kocinski und unseren Mittel- und Offensivspieler Patrick Weihrauch. Die erste Frage geht an dich, Markus. Hol uns bitte kurz ab. Wie steht's um dein Personal? Wer fällt aus am Freitagabend im Grünwalder Stadion? Ja, Leo Löwe bekannt, ebenso wie Robin Becker und Lukas Stohr, die noch an ihren Verletzungen laborieren. Dazu gesellen sich Pascal Sohm, der auch seine Sprunggelenksprobleme noch nicht überwunden hat. Die sind wieder aufgeflammt, haben ihn jetzt rausgenommen, damit er das auskurieren kann. Und Marco Hartmann fällt aus nach dem Spiel, muskuläre Probleme. Auch da ist ein Einsatz nicht möglich. Ansonsten sind alle Jungs fit und gesund. Deine Mannschaft trifft am Freitagabend auf den Vorjahresmeister der dritten Liga. Was erwartet dich und dein Team beim FC Bayern 2? Ja, eine spielerisch starke Mannschaft. Wie es bei zweiten Mannschaften so ist, kann man noch nicht genau abschätzen, in welcher Formation das Team aufläuft. Da ja der eine oder andere auch immer bei den Profis ist, auch die Spiele vorher waren in unterschiedlicher Besetzung. Es ist auch nicht mehr das Team, das im letzten Jahr zusammen gespielt hat, sondern da gibt es viele Veränderungen. Und nichtsdestotrotz ist es ein spielstarkes Team, das natürlich über sehr viel individuelle Qualität verfügt. Und wir wissen, dass wir da einen guten Tag erwischen müssen, wo wir alles zusammenpacken müssen, um dann bei Bayern 2 auch zu gewinnen. Markus, danke dir für deine Eingangsstatements. Patrick, du kennst das Stadion gut, hast da selbst viele Spiele bestritten. Welche Erinnerungen verbindest du mit dem Grünwalder Stadion? Was ist das Besondere an diesem altehrwürdigen Fußballtempel? Ich habe viele Spiele dort gespielt. Klar, in Erinnerung bleiben die Derbys gegen 1860 München vor ausverkauftem Haus. Das sind so die Spiele, wo mir in Erinnerung bleiben. Hab etliche dort gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf das Stadion und auf das Spiel. Du weißt, wie es ist, wenn man für eine Zweitvertretung spielt, vor allem für die des deutschen Rekordmeisters. Was erwartet euch für einen Gegner am Freitagabend im Grünwalder Stadion? Ja, eine spielstarke Mannschaft, die den Ball haben wollen, die es lieben, auf engem Feld ihr Positionsspiel aufzuziehen, die es aber nicht mögen, wenn man dazwischen fegt, wenn man ihnen den Schneid abkauft. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir, wir müssen erstmal durch den Kampf in das Spiel kommen, um zu zeigen, wer wir sind, was wir wollen und uns denen auch so ein bisschen unsere Spielweise aufdrücken. Danke auch dir für deine Eingangsstatements. Zuschauer sind am Freitagabend im Grünwalder Stadion nicht zugelassen, aufgrund der Infektionslage in München. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Frank Schmidt steht mit dem Mikrofon schon bereit und läuft zu Tim Schlegel von der Bild-Zeitung in Dresden. Ja, Patrick, da fange ich mal an. Da ist es weg. Zwangsläufig müssen wir natürlich noch mal auf deine Vergangenheit beim FC Bayern zurückkommen. Es ist schon... Du kannst es wahrscheinlich sowieso nicht mehr hören. Du hast alles gewonnen mit den Bayern, ohne direkt dazu beigetragen zu haben. Wie gehst du damit um? Sagst du, dass ich kann es meinen Enkelkindern mal erzählen, ich bin Champions-League-Sieger geworden? Oder sagst du, ja, ganz ehrlich, das ist mir fast ein bisschen unangenehm, weil ich habe nicht beigetragen dazu? Oder sagst du, es ist ja eigentlich völlig Rille, damit musst du jetzt halt leben? Ja, wie gesagt, die Frage kommt immer und ich habe auch mit der heute schon gerechnet. Deswegen, ich kann immer nur die gleiche Antwort darauf geben, dass ich das ganz gut einordnen kann. Klar, ich war in jedem Wettbewerb im Kader bei einem Spiel dabei. Aber wenn du dann keine Minute, keine Sekunde spielst, dann musst du das auch gut einordnen können. Trotzdem werde ich immer wieder auf das Thema angesprochen. Ja, gibt Schlimmeres. Tim Schlegel mit einer Nachfrage. War das ein Stück weit für dich fast eine logische Konsequenz oder auch schon ein bisschen enttäuschend, weil man ja vielleicht dann in so einer Zeit dann doch hofft, irgendwann mal zum Zug zu kommen? Oder war das von vornherein irgendwo abgezeichnet, dass du tatsächlich da nur der Backup bist für den Fall der Fälle, dass irgendwie alle Stränge reißen? Oder hättest du dir schon ein bisschen mehr erhofft?
Ja, klar erhofft man sich mehr, aber man guckt nach links oder nach rechts auf der Auswechselbank und da sitzt dann, sitzen halt Spieler, die in ihrem Land trotzdem die besten Spieler sind. Ich brauche jetzt keine Namen nennen, ich glaube, man weiß, wer da alles gespielt hat. Und selbst da, in dem Alter, konnte ich auch gut einschätzen, dass dem Trainer, in dem Fall, wer es auch immer war, wichtig war, auch die Spieler bei Laune zu halten und selbst bei einem 5-0 denen die Spielzeit zu geben, als in dem Fall dann einem Jungen. Klar hätte ich es mir erhofft und gewünscht, aber war halt in dem Fall nicht so. Thomas Nahendorf, Dresdner Morgenpost. Herr Kalczynski, ich habe die Münchner vor 5 Wochen gesehen. Dort haben sie ein aggressives Angriffspressing gespielt, sind aber 3-mal klassisch ausgekontert worden. Ist das vielleicht eine Taktik für Sie am Freitag? Ja, vor 5 Wochen. Ich habe die letzten beiden Spiele gesehen und da haben sie nicht komplett Angriffspressing gespielt, sondern immer mal wieder. Von daher wird uns so ein Mix erwarten. Das Spiel hat verschiedene, glaube ich, verschiedene Phasen und es wird uns alles treffen, dass wir schon auch dass wir angelaufen werden und uns befreien müssen und gute Lösungen haben müssen. Da haben wir uns heute mit beschäftigt. Wir haben uns auch damit beschäftigt, kompakter zu sein, umzuschalten, nach Ballgewinn gut umzuschalten, was wir gegen Mannheim nicht gut gemacht haben. Ich glaube, dass das ein Mix wird aus allen. Ich glaube nicht, dass das Bayern uns jetzt komplett anlaufen wird und wenn, sind wir gerüstet. Frage zu den Bayern. Heute Abend werden Zirkzee, Richards und Jaku wahrscheinlich im Kader stehen. Ist das ein Vorteil für Sie? Ja, ich habe mir auch überlegt, mache ich mir darüber Gedanken oder nicht und versuchen wir rauszufinden, wer wann wo spielt oder auf der Bank sitzt. Am Sonntag ist das nächste Spiel von Bayern. Aber eigentlich habe ich für mich entschieden, dass es mir egal ist, weil wir wollen sowieso gewinnen. Wir müssen eh unser Bestes geben. Und ob dann CXC als Stürmer da spielt oder irgendein anderer, die haben alle Qualität, die sind alle gut. Es ist letzten Endes sind wir entscheidend, wie wir da rangehen, dass wir unser bestes Spiel machen. Und dann ist eigentlich ziemlich egal, wer da spielt. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Handzeichen. Herr Kalczynski, der Paul Will steht ja wieder zur Verfügung. Er ist sicherlich auch gewillt, in diesem Spiel sein Bestes zu geben. Muss man aber vielleicht doch noch mal mit ihm reden, dass er nicht überpaced. Er hat jetzt auch die Erfahrung des Platzverweises gehabt. Gilt auch als sehr impulsiver, aggressiver Typ. Da muss man sicherlich vorsichtig reingehen in diese Partie, oder? Ja, vorsichtig nicht. Ich glaube, die gelb-rote Karte war jetzt, das war ein Verbandsspiel, das war jetzt nicht einer übermäßigen Aggressivität geschuldet. Wir sind ja froh, dass er jemand ist, der auch mal hinlangen kann. Ich bremse lieber jemanden, als dass ich ihn anstacheln muss. Mit Sicherheit werden wir das nochmal besprechen, aber erstmal freue ich mich, dass ich jemanden habe, der in der Lage ist, Fußball zu spielen und trotzdem auch über ein gewisses Maß an Aggressivität verfügt. Und für ihn gilt das, was für viele gilt. Wir haben viele junge Spieler, er ist einer davon. Auch daraus wird er lernen und daran wird er wachsen. Ich glaube, nicht diese zweite gelbe Karte, sondern die erste war unnötig, wo die innere Linie aufgemacht hat, einen Stellungsfehler begangen hat. Von daher, die Gedanken mache ich mir eigentlich nicht groß. Ich freue mich, wenn er hingeht. Und natürlich wird er auch lernen müssen, seine Emotionen im Griff zu haben. Aber erstmal freue ich mich, dass wir jemanden haben, der Emotionen hat. Jochen Leimert. Robin Becker ist noch nicht wieder gesund, kann nicht spielen. Werden Sie es wieder mit Max Kulke probieren? Vielleicht sagen Sie noch mal was zu seiner Leistung im letzten Spiel. Ja, Max Kulke wird spielen. Er hat sich reingesteigert, er hat das ordentlich gemacht. Er hat das so wie die ganze Mannschaft Höhen und Tiefen gehabt. Da reiht er sich ein. Fürs erste Spiel war ich zufrieden. Man hat gemerkt, dass er da auch als junger Spieler eine verantwortungsvolle Position da hinten. Im Mittelfeld darf man eher mal den Ball verlieren oder vorne. Da sind noch viele dahinter und hinten ist noch mal was anderes. Und ich finde, er hat das gut gelöst. Er hat sich dann gesteigert. Er ist im Laufe des Spiels immer sicherer, immer besser geworden. Und ich glaube auch, dass ihm die Spiele jetzt und diese Erfahrung gut tun. Und auch im Training habe ich schon gemerkt, dass er ruhiger und stärker am Ball wird. Ich finde, er hat das sich da ordentlich aus der Affäre gezogen. Jochen Leimert. Eine Frage an Patrick. Letzte Woche hatten wir Kevin Broll hier sitzen. Er konnte leider auch von seiner Familie niemanden hier ins Stadion geleiten und vor ihm spielen. Wie machen es deine Angehörigen? Mieten die sich bei den Leuten
einen, die dort über der Straße oben tolle Plätze haben. Das ist ja in der Vergangenheit oft so passiert, wenn Leute dort einen exklusiven Blick haben wollten auf das Stadion. Wie machst du es? Ja, ich glaube, dass die Plätze sehr begehrt sind vom Haus oben. Ich glaube, da kriegen sie keinen Platz so schnell und so einfach. Ja, also viel kann man da nicht machen. Die werden es von zu Hause vom Fernseher verfolgen und ja, ist schon schade. Klar, wenn man dann mal in München spielt und die ganze Familie und Freunde aus München kommen, dass keiner zuschauen kommen kann. Aber so ist die Situation und ja, wir können nichts dran ändern. Wir haben ja noch zwei Anläufe, dann vielleicht klappt es dann. Ja, schön wär's. Tim Schlegel, Bild Dresden. Patrick, korrigier mich, du bist ein Randmünchner, ist das richtig so? Ich habe mal kurz das Gemeinde, das Dorf. Ja, ich bin in München geboren und meine Familie wohnt jetzt so ja, zwischen Augsburg und München. Ist für dich München so eine Art Heimatstadt oder dann ist das zu weit? Ja, also ich habe einen großen Teil von meinem Leben habe ich schon jetzt nicht direkt in München verbracht, deswegen ja, ist es jetzt nicht ja, so extrem mein Heimatding, aber ja klar, wenn du dort geboren bist und ich habe dann auch ab 18, mit 18 Jahren, 3-4 Jahre alleine in München gewohnt, ja, fühlt man sich schon zu Hause dort. Es ist trotzdem, wenn ich das richtig geguckt habe, das erste Mal, seitdem du aus München weg bist, dass du wieder gegen München spielst? Oder gab es da, also meiner Meinung nach, dürfte nee, das... Das ist das erste Spiel. Ja, ne? Ja. Alles klar. Ja. Jochen Leimert. Wie kommt es eigentlich, dass du wirklich null Akzent sprichst? Sind deine Eltern nicht aus Bayern? Doch schon, aber... Also ich reiß mich jetzt auch nicht zusammen, sondern ja, meine Eltern sprechen auch. Klar sind ein paar Wörter dabei, wo manche in der Mannschaft sich umdrehen und denken, was hat er da jetzt gesagt? Aber so im Großteil, ja, so von klein auf, meine Eltern sprechen auch nicht wirklich bayerisch. Deswegen habe ich das so übernommen und angenommen. Herr Kuczynski, auf dem Trainingsplatz ist das auch so? Oder wenn dann Emotionen kommen, dann rutscht auch mal so ein Schlagwort aus dem örtlichen Dialekt raus oder ist er da wirklich genauso wie hier auf dem Podium? Ja. Habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Entweder bin ich zu weit weg oder ist noch nicht passiert. Nee, nein, so, ich habe es gerade auch gedacht, man hört es nicht. Aber ich glaube, das ist ja bei allen Fußballern so, man ist viel unterwegs. Bei mir hören auch viele nicht, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Manchmal kommt es durch, wenn ich dann öfter da bin, dann hört man das auch wieder raus. Ich glaube, weil man ja doch viel unterwegs ist und irgendwie ganz Deutschland irgendwie doch das Zuhause ist. Aber Leverkäse oder Händel oder sowas isst du durchaus, wenn es der Fall Ernährungsberater zulässt. Ja. Aber nur wenn ich wirklich dann ein, zwei Wochen Pause habe dazwischen. Nee, isst man schon, klar, wenn man, hat man zu Hause auch oft bekommen. Oder wenn man in München mal unterwegs ist, dann kriegt man da auch gutes Essen in Restaurants. Das gehört schon dazu. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Kuczynski, Sie haben vorhin gesagt, dass es Ihnen im Endeffekt egal ist, wer da heute Abend aus dem erweiterten Profikader oder erweiterten Kader zweiten Mannschaft aufläuft und wer dann am Freitagabend gegen Sie spielen wird. Trotzdem, allgemein gesagt, ist es vielleicht ein Vorteil, dass die Bayern gerade, also die Profis des Bayern, gerade so ein Riesenpensum haben und einen relativ dünnen Kader haben und deshalb immer wieder auf Spieler aus der U23 zurückgreifen müssen? Ja, kann man so nicht sagen. Da sind auch Jungs dahinter, dann ist da eine gute Jugendabteilung dahinter, da sind auch talentierte Spieler da, da sind nun mal alles auch irgendwo Top-Talente, die zusammengesucht worden sind. Ich habe das schon so und so erlebt. Ich habe es auch genau schon umgekehrt erlebt, dass Jungs, die vielleicht weniger gespielt haben, jetzt ihre Chance haben und dann drauf brennen. Also ich kann das gar nicht beantworten. Ich glaube, dass wir hinterher schlauer sind. Ich bleibe dabei, das kommt nur auf uns an. Weitere Fragen? Jawohl. Thomas Nahendorf, Dresdner Morgenpost. Ich hätte mal eine Frage an Sie, Herr Kautschinski, die nicht unbedingt mit dem Spiel zu tun hat. 4 Trainerentlassungen an einem Tag oder an 2 Tagen in den ersten 3 Ligen. Sind die Vereine noch deutlich nervöser durch die Corona-Lage? Ich weiß nicht, ob das was mit Corona zu tun hat. Das glaube ich nicht. Man muss da, glaube ich, immer diesen Einzelfall betrachten. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Konstellationen, auch manchmal Sachen, die man so aus der letzten Saison, glaube ich, mitnimmt und sich dann irgendwie hochschaukeln. Ich glaube, da hat alles eine eigene,
eine eigene Geschichte. Und das ist jetzt, glaube ich, ein zufälliges Ereignis, dass so viel auf einmal zusammenkommt. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist oder das wird man dann sehen. Das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Eine weitere Frage, die jetzt nicht unbedingt mit dem Spiel zusammenhängt. Sie werden ab Januar einen neuen Chef bekommen. Den haben wir gestern einen neuen Geschäftsführer vorgestellt. Meine Frage ist, ob Sie irgendwie Berührungspunkte hatten schon mal mit ihm, ob Sie ihn irgendwie kennen von irgendwer? Nee, nicht wirklich, überhaupt gar nicht. Wenn wir dann machen, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Weil wir jetzt nochmal bei Berührungspunkten waren. Patrick, gibt es noch Berührungspunkte zu dieser Mannschaft? Und vielleicht kannst du noch was zu sagen, was sind so die in diesem Feld dieser hochtalentierten Jungs, auf wen muss man besonders aufpassen? Ja, Berührungspunkte. Ich mit dem Trainer, also Holger Seitz, der war mein Bayern-Auswahltrainer früher, also mit dem habe ich zu tun gehabt. Sonst Feldhahn, mit dem habe ich selber noch bei Bayern 2 gespielt. Aber sonst ist es natürlich ein Kommen und Gehen dort. Kommen viele junge, talentierte Spieler hoch. Viele werden auch ausgeliehen, kommen zu den Profis hoch. Deswegen so von den Spielern her kenne ich eigentlich so gut persönlich gar keinen mehr. Und sonst klar, die haben viele gute Spieler, die den Ball haben wollen, die super Talente sind, die dann so den Schritt, der erste Schritt zu der Herrenmannschaft ist, die sich halt dann auch zeigen wollen und durchsetzen wollen. Ich denke jetzt nicht, dass es einen gibt, wo man jetzt besonders aufpassen muss. Die ganze Mannschaft, die werden schnell sein, die werden den Ball haben wollen, kombinieren wollen. Aber wir müssen auf uns gucken, unser Spiel durchbringen, das, was wir uns vorgenommen haben. Und dann sind wir ja sehr, sehr schwer zu schlagen. Jochen Leimert. Du hast selbst erfahren, wie schwer es ist, aus dieser Talenteschmiede den Sprung zu den Profis zu schaffen. Es sind nur sehr wenige, denen das in diesen Jahren gelingt. Wie groß ist wirklich der Glaube bei einzelnen Spielern, die in dieser U23 Vertrauen bekommen, dann auch wirklich mal irgendwann dort zu spielen? Oder spielt man, um sich für andere Vereine dort anzubieten? Ja, ich denke für beides. Man sieht halt im Training, nach dem Training, wenn man beim Mittagessen sitzt, sieht man die Profis, wie sie trainieren, wie sie ihre Übungen machen. Und dann denkt man schon, also ich kann jetzt von mir persönlich sprechen, dass ich halt schon das Ziel hatte, dann irgendwann auch auf diesem Platz zu trainieren und nicht auf dem von der zweiten Mannschaft. Ich glaube, das ist schon ein Ziel von jedem Spieler, der dann auch zu Bayern wechselt oder dort groß wird. Irgendwann muss man sich halt dann entscheiden, reicht es für die Profis oder geht man dann einen anderen Weg, einen Umweg über eine Ausleihe oder über einen anderen Verein. Aber ich glaube trotzdem, dass es von den Jungs ist, ein großer Traum ist, dann bei den Profis zu spielen. Entschuldige, dass ich heute so viele Fragen stelle, aber gewähr uns nochmal einen kleinen Einblick. Wenn ihr dort in einem Raum sitzt und esst, kommen die Profis eigentlich auch mal zu den Amateuren, zu den U23-Spielern und gucken mal, wie die trainieren, was die so machen? Oder ist das eine Einbahnstraßenmannschaft nach oben? Echt, die haben so viele Termine und so viel zu tun. Es kommt sehr, 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 sehr selten vor, dass die Profis bei der zweiten Mannschaft zuschauen oder bei einer Jugendmannschaft zuschauen. Ich glaube, das ist eher schon eine Einbahnstraße, dass da die Jungen hochschauen, sich was abschauen können. Und da kann man sich einiges abschauen im jungen Alter. Jochen, niemand muss sich dafür entschuldigen, Fragen zu stellen. Dafür sind wir ja hier. Nächste Frage hat Jens Umbreit von Radio Dresden. Patrick, kannst du noch ein bisschen was zum Charme sagen? Charme, Grünwalder Stadion ist ja doch ein bisschen anders als die aktuell modernen Arenen, in denen ihr häufig spielt. Ist ja doch ein bisschen was anderes. Hat so ein bisschen einen maroden Charme manchmal auch, oder? Ja, also als ich angefangen habe, dort zu spielen, waren die Kabinen noch deutlich älter und in einem schlechteren Zustand. Die wurden renoviert, also das ist schon mal ein bisschen besser geworden. Klar, das hat einfach ein Flair, wenn man über das Stadion auch hinausschaut, wenn man die Häuser außenrum sieht, wenn dann auch die Leute aus den Häusern rausschauen, die den Blick direkt ins Stadion haben.
mit den Stehplätzen. Also ist schon, ja, ist einfach ein geiles Stadion und ich glaube, die ganze Mannschaft und ich persönlich freuen uns auch extrem auf das Spiel. Schöner wäre es, wenn noch ein paar Zuschauer da wären, aber trotzdem, das darf uns nicht aufhalten. Jochen Leimer, denen. Gibt es da inoffizielle Schwarzmarktpreise, was man bezahlen muss, um da auf einen dieser Balkons zu kommen? Das sind ja, wie gesagt, dann exponierte Wohnlagen und der ein oder andere macht da vielleicht auch ein bisschen was nebenbei. Da bin ich der komplett falsche Ansprechpartner, da kann ich nichts dazu sagen. Aber die Heimat vom FC Bayern ist ja direkt um die Ecke, also die Säbener Straße, für alle, die das nicht kennen. Genau, also ja, also im Endeffekt fährt man links zu Bayern und wenn man die Straße weiterfährt, ist dann vorne hier das Trainingsgelände vom TSV 1860 München. Also das ist schon sehr kompakt alles zusammen. Mitten im Herzen von München. Jens Umbreit. Brenner, noch mal eine Frage an Sie, auch abseits des Spiels. Ich habe es gestern mitbekommen bei einem anderen Verein. Da hatten zwei Spieler wohl einen Infekt und da wurde explizit auch noch mal dazu geschrieben, kein Corona. Wie handhaben Sie das jetzt in der Zeit? Herbstzeit ist ja auch Grippezeit oder es ist eine leichte Erkältung, dass man gleich sofort weiß, ja, nur Erkältung oder nur Infekt, aber eben kein Corona. Wie wird das gehandhabt, wenn einer Halsschmerzen hat oder Schnupfen? Der wird getestet. Also da wird, wir haben ja eh unsere turnusmäßigen Testungen vor den Spielen. Und sollte jetzt jemand dazwischen dann ja irgendwie Anzeichen haben einer Erkältung, dann wird er sofort getestet und wird auch sofort rausgenommen. So lange, bis wir wissen, was es ist. Der letzte Test fand heute Morgen statt. Ja. Die Ergebnisse kommen dann heute Nachmittag. Mit Mikrofon bitte. Ach so, Tim Schlegel betrifft. Die Mannschaft fährt da in die Klinik oder nein, kommt da jemand hierher? Die Klinik kommt zu uns. Es ist dann jeweils ein Arzt. Der dann kommt und die Abstriche macht. Waren dann unterschiedliche. Wir haben hier so ein kleines Labor in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie. Gibt es noch Fragen von eurer Seite an Patrick oder an Markus? Ist nicht der Fall. Dann kurz die Information von mir. Also Zuschauer sind im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße am Freitagabend leider nicht zugelassen. Anstoß ist 19 Uhr am 2. Oktober 2020. Der Schiedsrichter steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Unser Nachwuchs spielt wie folgt. Da haben wir besondere Spiele, weil Pokalspiele anstehen. Die U19 spielt unter anderem in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag um 11 Uhr zu Hause gegen den VfL Wolfsburg im Sportpark Ostra. Die U17 auswärts Samstag beim VfL Wolfsburg 11 Uhr. Die U16 auswärts Sonntag beim SV Babelsberg 03 um 12 Uhr. Und die U15 auswärts Samstag beim FC Hertha 03 Zehlendorf um 12 Uhr. Allen eine gute Anreise nach München. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank für euer Kommen. Tschüss.